Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem MSV Duisburg. Endstand 1:0. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer Boris Schommers und Marc Unterberger und bitte unsere Gäste um das erste Statement. Ja, vielen Dank. Erstmal Glückwunsch, Marc, dir und deiner Mannschaft zum heutigen Heimsieg. Ja, ich glaube, für uns eine ganz, ganz bittere Niederlage. Ich glaube, wenn man das Spiel Revue passieren lässt, haben wir die ersten 10 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Wir mussten uns auf den Gegner erstmal einstellen, aber nach 10 Minuten, glaube ich, waren wir gut im Spiel drin in der ersten Halbzeit. Jetzt im Nachhinein muss man es einfach auch wieder ansprechen. In der 13. Minute müssen wir einen Elfmeter bekommen. Wir müssen einen Elfmeter bekommen an Castaneda. Das ist ein klares Foulspiel und da hilft zunächst, wenn der Schiri jetzt was dazu sagt im Nachhinein. Ich glaube aber, wir waren gut im Spiel, sind selber verantwortlich für unsere Momente und dann müssen wir einfach auch uns an die Nase wieder packen. Ich glaube, wir haben es sehr gut verteidigt, wir haben die Räume zugehalten. Ich glaube, der Gegner ist in der ersten Halbzeit zu einem gefährlichen Abschluss gekommen, den Müller oben links hält. Ansonsten müssen wir das 1-0 dann machen, aus unserem Spiel heraus, schöner Angriff über rechts und Ginzek am zweiten Pfosten, den wir nicht machen. Hat uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit genauso weiterzuspielen, unsere Momente rauszuspielen. Ja, haben direkt, ich glaube, 40 Sekunden nach der Halbzeit die zweite 100%ige, diesmal ist es mit Engin am zweiten Pfosten, den machen wir auch nicht. Das Spiel läuft aber eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir sind gut im Spiel und dann kommt dieser Umschaltmoment, wobei, wenn wir sauber bleiben, gibt es vorher schon einen unnötigen Fehlpass und Fleckstein rettet in allerhöchster Not. Aber dann kommt die, was weiß ich, was war, 60. Plus, wo wir im Angriff sind und komplett die Restsicherung einfach aufgeben, völlig unnötig und da das Gegentor fangen und damit den Gegner ja stark machen. Und ich glaube, und das ärgert mich dann schon, ab diesem Gegentor haben wir dann für uns den Faden verloren, haben nicht mehr das gespielt, was uns vorher ausgezeichnet hat, haben nicht mehr die Ruhe am Ball gehabt, haben nicht mehr unsere Muster durchgespielt, sind hektisch geworden und kommen dann so auch letztendlich nicht mehr zu weiteren Ausgleichsmöglichkeiten. Das ist was wir mitnehmen, wo wir sagen, es kann natürlich immer mal passieren, dass auch wir ein Gegentor wieder bekommen, so wie es dann heute war. Aber dann müssen wir genau an diesem Spiel festhalten, was wir bis dahin ein gutes Spiel gemacht haben, ja, und einfach unsere Torchancen wegmachen. Und das werden wir mitnehmen aus diesem Spiel. Und nochmal Glückwunsch an dich, Marc, und vielen Dank. Dankeschön. Marc, dein Fazit zum Spiel. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich möchte mit etwas Außersportlichem anfangen. 6.850 Zuschauer heute in Unterhaching. Es ist keine Freikartenaktion. Vielleicht spiegelt das aktuell ein bisschen die Gesamtentwicklung im Verein. Die Positivität. Wir waren 2 Jahre in der Regionalliga, hatten davor einen bitteren Drittliga-Abstieg. Ich habe aktuell extrem das Gefühl, dass dieser Verein mehr denn je im Aufblühen ist, im Kommen ist. Natürlich jetzt auch unserer Tabellensituation geschuldet, aber dafür einfach mal Kompliment. Wir haben sicherlich am Sonntag um 2:30 auch schon Zeiten hier gehabt, wo wir vor 3.000 Zuschauern gespielt haben. Bin ich richtig stolz drauf, möchte ich einfach mal erwähnt haben, weil es nicht selbstverständlich ist, so ein volles Stadion heute zu haben für Unterhaching-Verhältnisse. Zum Spiel, glaube ich, hat der Kollege es relativ treffend und relativ gut schon zusammengefasst. Wir, ich finde, die ersten 10 Minuten gehören uns, wollten einfach so weiterspielen, wie wir in Essen gespielt haben, auch von der Grundordnung her, vielleicht Duisburg auch an der einen oder anderen Stelle damit dann überraschen, nach 10 Minuten. Duisburg dann aber auch gut reagiert, schnell gemerkt, was wir vorhaben. Und dann hat uns einfach die Durchschlagskraft gefehlt gegen das 5-4-1 vom Gegner, wo sie sehr diszipliniert, sehr konsequent, sehr zweikampfstark immer wieder uns gestört und gepresst haben und dann eben auch in die angesprochenen Umschaltmomente gekommen sind, die sie wahrscheinlich nutzen müssen. Wenn wir hier heute in Rückstand geraten, glaube ich, wird es schwer, weil Duisburg die letzten Wochen einfach auch im Kommen war, nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch von der Art und Weise, wie diese Mannschaft mittlerweile spielt und auch die Situation annimmt. Das wollten wir unbedingt verhindern. Wäre leider Gottes fast passiert, ist nicht passiert, Gott sei Dank. Haben dann in der Halbzeit keine Wechsel vorgenommen, das wäre uns dann in der 46. fast um die Ohren geflogen, war auch die angesprochene Situation, wo wir Glück haben. Das war dann aber tatsächlich auch die letzte Gelegenheit für Duisburg. Ich finde, wir sind dann besser ins Spiel gekommen, sind ein bisschen aufgetaut. Haben dann auf 2 Spitzen umgestellt, was sicherlich heute zum Ziel dann auch geführt hat, auch wenn das Tor aus einer Kontersituation entsteht. Und so ist dann leider Fußball für uns, zum Glück für Boris und seine Mannschaft natürlich leider. Sie haben in der ersten Halbzeit 3 Konterchancen, die sie nicht nutzen und wir haben dann die erste Konterchance
die wir nutzen. Überragende Aktion von Gratti, erobert den Ball, kreuzt den Laufweg, setzt sich durch, spielt genau im entscheidenden Moment auf Basti Meier. Super erster Touch, der legt ihn ins lange Eck. Und dann finde ich, haben wir es ab dem Zeitpunkt sehr, obwohl wir sehr jung sind, sehr reif und sehr erwachsen gespielt. Waren, glaube ich, um 2-0 näher als der Gegner im Ausgleich. Und ja, damit ist die Geschichte dieses Spiels eigentlich auch schon erzählt. Ich wünsche Duisburg für die verbleibenden Partien von Herzen alles Gute, weil es ein Verein ist mit Tradition. Wir haben die Erfahrung im Hinspiel gemacht. Ein sehr, sehr herzlicher Verein, der einfach in die dritte Liga gehört. Ich kann es nicht anders sagen. Boris, ich wünsche euch dafür wirklich die erforderlichen Punkte, dass ihr das packt, dass ihr den Weg, den ihr eingeschlagen habt, jetzt mit dir, unter dir, so konsequent dann auch in Ergebnisse ummünzen könnt. Freue mich für meine Mannschaft heute über die 3 Punkte und wünsche euch eine gute Nachhausefahrt. Danke. Danke dir, Marc. Kommen wir zu euren und ihren Fragen. Ich bitte um ein ganz kurzes Handzeichen. Startet Robert M. Frank vom Münchner Merkur und Kicker. Wie wertest du den Sieg heute? Wie beurteilst du ihn hinsichtlich, dass ihr jetzt ja auch wieder ein bisschen in der Tabelle nach oben geklettert seid? Ich glaube, ein finales Fazit kann man dann sagen, wenn die 16.30 Uhr und 19.30 Uhr Spiele vorbei sind, das sind ja dann Mannschaften, die dann noch spielen, die Punkte sammeln können. Wir haben jetzt 46 Punkte zu einem Zeitpunkt, der für uns mit den Voraussetzungen, die wir hatten im Sommer, unfassbar ist. Wir genießen das. Wir haben jetzt noch ein schwieriges Auswärtsspiel in Sandhausen, dann ist Länderspielpause. Und ich glaube, dann sollten wir nach dem Spiel in Sandhausen auf die Tabelle gucken und sollten gucken, wo wir unsere Kraken noch hin ausfahren können oder eben auch nicht. Das wird nicht allein in unserer Hand liegen, sondern das wird dann schon auch bei den Mannschaften, die oben mit dabei sind, auch liegen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass die jede Woche Punkte liegen lassen. Aber wenn wir diese Serie, die wir jetzt haben, und wir haben einen kleinen Flow, dann können wir da sicherlich ein Stück weit, ich habe letzte Woche in Essen gesagt, um die oberen Plätze, wir dürfen um die oberen Plätze mitspielen, aber nur wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Und dann werden wir sehen, wie wir das in Sandhausen machen, wie dann die Konstellation ist. Und dann werden wir ein Resümee ziehen. Und wenn wir in der komfortablen Lage sind, dass da was möglich ist, dann werden wir uns auch einen entsprechenden Plan zurechtlegen. Werden in Medias Res gehen und werden uns dann wappnen für den Saisonendspurt. Gibt es weitere Fragen? Nicht, dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt und allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.